Morgen 19 Uhr ist der Job. Jetzt ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, liebe Freunde, heute mit einem Video, auf das ich mich schon sehr freue und auf das vermutlich auch einige von euch gewartet haben. Ich muss dazu sagen, es ist ein Video, das ich zum ersten Mal wirklich vorbereitet habe. Ich habe mir zum ersten Mal Notizen gemacht, um hier ja nichts zu vergessen. Ich sage euch gleich, wie wir beginnen werden. Ihr wisst ganz genau, heute stelle ich meine Kollektion vor. Ich werde zuerst auf die Stoffe, Preise, Schnitte und so weiter eingehen. Dann gehen wir direkt in die Designs hinein. Ich zeige jedes einzelne Design und danach werde ich euch sagen, wann das Ganze kommt. Nämlich morgen. Ja, das kommt für sehr viele vermutlich überraschend. Ich werde später noch erklären, warum wir uns zu diesem Schritt entschieden haben. Freunde, ja, beginnen wir mit Größe und Schnitten. Also was ich sagen kann zu den Shirts. Die Shirts bleiben vom Schnitt her genauso wie bei der letzten Kollektion. Wir haben hier einfach einen Schnitt gefunden, mit dem wir, ich denke, einige Kollektionen noch gehen werden. Ich bin absolut zufrieden mit dem Fit. Ich mag den Kragen gerne, ich mag die Länge gerne. Wir wollen nicht zu lang bleiben, wir wollen die richtige Länge haben und die haben wir einfach schon mit diesem Schnitt gefunden. Das wird sich nicht verändern. Was sich aber verändern wird, ist der Stoff. Der Stoff wird doppelt so dick. Wir sprechen hier von 240 Gramm. Hier hat man schon ein festes Shirt in der Hand. Man merkt die Dicke des Stoffs. Es ist schwerer. Und wir haben den Schnitt dahingehend verändert, dass wir hier mehr noch die Dropped Shoulders haben. Ich zeige euch kurz den Hoodie aus der letzten Kollektion. Was wir hier verändern, von der Boxigkeit schon ganz nice. Wir gehen aber mit den, ihr seht hier den Schulterabschluss, der wird noch etwas nach unten verlagert. Und wie gesagt, der Stoff wird doppelt so schwer mit 480 Gramm. Was die Größen betrifft, haben wir auch gemerkt, wir müssen das Size Chart etwas anpassen. Ab jetzt werden auch Größen bei den Shirts in XS vorhanden sein. Das heißt, wir haben von XS bis XL alle Größen vorhanden. Ich würde euch raten, eure tatsächliche Größe, die ihr normalerweise trägt, zu bestellen, da die Schnitte so angepasst sind, dass sie euch dann auch fitten. Aber es ist ein Size-Chart, wie gesagt, dabei. Ihr könnt auf jeden Fall nachsehen. Das was zu den Veränderungen. Was die Preise betrifft, auch wenn wir höhere Produktionskosten haben, haben wir uns dazu entschieden, die Preise beizubehalten. Wir werden nicht teurer. Wir werden im unteren Preissegment der letzten Kollektion bleiben. Das ist, glaube ich, was, mit dem jeder arbeiten kann. So, jetzt wird's hot, denn jetzt kommen die Designs. Also werde ich mich jetzt gleich mal meines M&M-Hoodies entledigen. Und ich würde sagen, zur kurzen Einstimmung spielen wir ab den Mini-Trailer von gestern. Ja, wie die rückwärts fahrende englische U-Bahn schon verdeutlichen sollte, reisen wir in der Geschichte zurück. Das Thema ist die Geschichte Englands, allerdings nicht die geschichtlichen Events, auf die sie besonders stolz sind, sondern eher so die dunklen Flecken in der Geschichte, wie ich das auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt habe. Wir beginnen mit dem ersten Design. Ihr wisst ganz genau, die Samples aktuell durch diese Lage haben wir noch keine Samples bekommen. Vor 3 Wochen ging das Ganze in Produktion, aber die Designs kann ich euch nach wie vor zeigen. Über die Schnitte haben wir schon gesprochen, also könnt ihr euch das ungefähr im Kopf vorstellen und anhand der Skizzen kann man es auch sehr gut erkennen. Britain Brawl, die Kollektion selbst, führt vom 18. bis ins 21. Jahrhundert. Aus jedem Jahrhundert haben wir uns ein geschichtliches Ereignis genommen und das thematisiert. Ich würde jetzt auch mit dem 18. Jahrhundert beginnen und eines der wichtigsten Ereignisse war 1773, die Boston Tea Party. Kommen wir somit zum ersten Piece und das ist die Boston Tea Party. Hier haben wir das Ganze verwirklicht in Form einer Kolonialschrift, einer englischen. Das war ein Vorfall damals, als die Amerikaner den kompletten Bostoner Tee vom Schiff geschmissen haben. Dieses Shirt ist in einem Stonewash gewählt, ähnlich wie wir das schon bei der letzten Kollektion hatten. Wir haben allerdings hier ein Aquarell abgebildet. Das zeigt den Vorfall der Boston Tea Party wieder. Wir machen gleich direkt mit dem nächsten Jahrhundert weiter. Vom 18. Jahrhundert in das 19. Jahrhundert, 1888. Ihr wisst es alle, war Jack the Ripper einer der gefürchtetsten Mörder überhaupt, der sehr, sehr viele Frauen am Gewissen hatte. Nicht mal Sherlock Holmes konnte ihm auf die Schliche kommen. Wir haben hier vorne die Bezeichnung Jack the Ripper. 3 Opfer, das sind tatsächliche Opfer, also das haben wir nicht irgendwie grafisch designt, sondern das sind tatsächliche Bilder der Opfer, haben wir vorne aufgeprintet, soll so ein bisschen den Look vermitteln, dass Sherlock Holmes quasi sich das an die Wand heftet, um hier Schlüsse zu ziehen, wer der Mörder sein könnte. Relativ makaber haben wir auch am Backprint die einzelnen Opfer plus Datum, an dem sie ermordet wurden, in Form von Tourdates aufgelistet. Finde ich relativ frech und sehr, sehr nice. Dieses Design gefällt uns so gut, dass wir das natürlich auch mal als Shirt herausbringen. Auch hier ist das Shirt im selben Design, sehr, sehr cleaner Look. Schwarz, kein Stonewash, natürlich
natürlich selber Schnitt wie ihr. Und auch in Weiß bringen wir das Ganze nochmal raus, was ich auch sehr, sehr flashig finde mit dem Rot. Das tritt hier super hervor. Mit den Opfern natürlich nochmal in Schwarz-Weiß hinten gehalten und die Tour jetzt der einzelnen Opfer. Also für mich eins meiner absoluten Lieblingsshirts. Vom 19. Jahrhundert wird es Zeit, ins 20. Jahrhundert zu kommen. Ein geschichtliches Ereignis war auf jeden Fall der Bloody Sunday, Freunde. Also am Bloody Sunday sind englische Truppen einmarschiert in Nordirland und haben im Rahmen einer Demonstration auf Demonstranten geschossen. Da kamen 108 Menschen ums Leben. Es war ein irrsinnig großer Aufruhr auf der ganzen Welt. Ich glaube, Bono hat sogar ein eigenes Lied herausgebracht, Bloody Sunday. Und wir haben uns hier tatsächlich ein Bild herausgenommen, eine tatsächliche Szene zu dieser Zeit, haben das Ganze noch als Designelement mit Blitzen verziert. Jetzt sagen vielleicht einige, das erinnert mich an Represent. Das erinnert so an eine Frauenhandtasche. Und natürlich, wir feiern das an Represent sehr, genauso wie wir dieses Stilmittel auch bei anderen Marken feiern. Uns war also klar, dass wir das Ganze hier als Farbtouch hier mit hineinbringen. Vorne dann nochmal Bloody Sunday mit den grünen Verzierungen. Bringt so ein bisschen Farbe rein. Auf diesem Stonewash-Shirt tritt das Ganze natürlich besonders schön hervor. Aber auch auf dem Weiß mit einer violetten Note ist das auf jeden Fall ein Hingucker mit wieder dieser schwarzen Bloody Sunday-Schrift und hinten dem Bild plus den violetten Blitzen. Also eins meiner absoluten Lieblingspieces. Wir überlegen auch, ob wir davon vielleicht noch einen Hoodie rausbringen. Freunde, um den Millennium-Sprung zu machen, vom 20. ins 21. Jahrhundert hat uns eine Dame begleitet und das ist natürlich Queen Elizabeth. Wir haben die hier auf den Hoodie geprintet, allerdings nicht normal im Porträtmodus, sondern im Sex Pistols-Style. Jeder von euch, der halbwegs Musikgeschichte kennt, weiß, dass die Sex Pistols die allererste und erfolgreichste Punkrock-Band waren. Mit ihrem Track God Save the Queen haben die für sehr viel Aufruhr in England gesorgt und in diesem Design haben wir auch den Hoodie gestaltet, sehr clean mit diesem Schwarz-Weiß und hinten nochmal der Aufschrift Britain Brawl. Und damit, Freunde, sind wir schon beim letzten Piece. Wir sind im 21. Jahrhundert und wir haben hier sehr viele Truppenbewegungen. Wer sind die modernen Truppen, die mit Leidenschaft immer wieder für Krawall und auch für Gewalt sorgen? Natürlich die Hooligans. Wir haben uns mit diesem allerersten Piece, also unser allererster Crewneck, den wir herausbringen, dazu entschieden, hier keine Mannschaften abzubilden, sondern wirklich verallgemeinert Hooligans als Schlagwort herauszunehmen und in diesem Design auch verhaftet zu bleiben mit diesem Wappen, das wir auf der linken Seite, auf der Herzseite finden und natürlich der Bezeichnung Britain Brawl MEM. Auch eines meiner absoluten Lieblingspieces. Es ist ein anderer Schnitt als bei den Hoodies. Wir sind sehr, sehr boxy unterwegs. Das heißt, der Hoodie lässt einen sehr, sehr breit wirken. Das feiere ich natürlich gerade bei Crewnecks und auch das wirklich für mich eines meiner absoluten Lieblingspieces. Natürlich mag man alle Kinder gleich gern, aber es gibt ein paar, die stechen doch immer wieder hervor. Das sind die einzelnen Kollektionen, Freunde. Schaut aber gerne auf memvienna.com vorbei. Ab morgen um 19 Uhr ist dann eine Stunde lang der Shop eröffnet. Also da seht ihr nochmal genau, wie das Ganze am Körper fittet. Natürlich Photoshop haben wir das Ganze gemacht und die Schnitte sind sehr ähnlich wie bei der letzten Kollektion. Also lasst euch da aufgrund dessen auf keinen Fall verunsichern. Aber auch auf MEM Vienna werden hier nach und nach Informationen rauskommen, auch Bilder rauskommen. Schaut da gerne vorbei, gebt euren Senf dazu ab. Jetzt, Freunde, morgen 19 Uhr ist der Job. Jetzt ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Jetzt werden viele laut und sagen, ja, das machst du ja nur, weil du jetzt Reichweite durch Justin hast. Das ist mit ein Grund, da bin ich ganz, ganz ehrlich. Der Hauptgrund war, wir haben nicht gewusst, wann wir den Job machen sollen, weil dieser Quarantänemodus uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Also wir hatten vor, die Kollektion im April zu droppen. Mit diesen ganzen Vorfällen ist es momentan schwierig geworden, hier wirklich Produktionsvideos, einen professionellen Teaser, sonstige Dinge rauszuhauen, da wir keine Menschen auf einem Ort versammeln dürfen. Wir halten uns an diese Richtlinien, wir sind der Überzeugung, dass wir da Verantwortung nehmen müssen und haben uns deswegen entschieden, in Form eines Mini-Drops das Ganze zu machen. Das heißt, wir werden, so dreist sind wir auch nicht, dass wir das Ganze um 17 Uhr machen, sondern wir werden es um 19 Uhr machen, weil damit sich niemand beschweren kann. Peso ist ja bekannt dafür, dass die sehr schnell ausverkauft sind und mit einer Stunde Zeit werden die locker auskommen. Unser Shop ist von 19 Uhr bis 20 Uhr, erster Link in der Infobox, offen. Ihr könnt für eine Stunde Bestellungen tätigen. Das ist vor allem für all jene gedacht, die fix etwas bekommen wollen, die hier diese Chance nutzen, um sich ein Piece von MEM zu holen. Nach dieser Stunde ist der Shop wieder zu und erst beim regulären Drop, den ich aktuell nicht sagen kann, wann der stattfindet, werden dann wieder Pieces rauskommen. Das heißt, wer sich selbst etwas holen wird, hat jetzt die Möglichkeit, ich kann nicht sagen, wann der nächste Drop stattfinden wird. Das ist ein Mini-Drop und das ist
ein Vorbestellungsmodus. Möchte ich gleich dazu sagen, vor allem Vorbestellungen. Wir haben hier eine Lieferzeit von 8 bis 10 Wochen angegeben, aber nicht deswegen, weil wir jetzt anfangen müssen, das Ganze zu produzieren, sondern weil wir das nicht so gut abschätzen können wegen der aktuellen Lage. Wer bestellt, bekommt auf jeden Fall fix ein Piece von 19 bis 20 Uhr auf memvienna.com. Freunde, das ist meine Kollektion. Das ist Britton Brown. Ihr seht, sehr viel Kunst, sehr viel Geschichte steckt dahinter. Wie schon gesagt, Kunstgeschichte. Ich bin mega begeistert. Ich bin der absoluten Überzeugung, dass wir hier nochmal aufgestockt haben, mehr als aufgestockt mit dieser Kollektion. Ich stehe da zu 100% dahinter, da steckt so viel Leidenschaft, Herzblut und vor allem kreativer Input auch drinnen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze, schreibt mir es aber sehr, sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, viel Glück, morgen von 19 Uhr, holt euch ein Piece, wenn ihr Bock habt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, lasst dem Video einen Daumen da, wenn es euch gut gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's von mir, euer Maximilian.